Und deswegen gucken wir uns direkt mal hier das Brustschwimmen oder das Kraulen der hübschen Mädels an. Auch hier wieder. Natürlich erstmal schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. 50 Meter sollte eine Bahn sein. Im Aquatics Center. Oh, China, da, die sind bestimmt sehr gut dabei. Und wir starten das Schwimmduell. Ich denke mal mit A irgendwie starten. Da habe ich doch gesagt. So, oh, 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 hier mein Gamepad rüttelt. So, solange A drücken, wie man unter Wasser ist. Also ein bisschen Schwung holen. So, oh, oh, wie soll das? Nein. Drücke rechts nach unten, um einen Zug mit dem rechten A. Ich befürchte Schlimmes. Oh nein. Links. Oh nein. Immer rechts, links, rechts, links. Du lieber Gott. Ach herrje, ach herrje. Das geht ja in die Daumenmuskeln. Okay, für den Endspurt am Ende des Rennens drücke A, um anzuschlagen. Führe die Züge aus, wenn der jeweilige Arm ausgestreckt ist, um das meiste Tempo aufzubauen. Je schneller du unter Wasser drückst, desto schneller und schnellere Beinanschläge macht der Athlet oder die Athletin. Oh, das ist aber jetzt eine Herausforderung für meine Daumen- und Gehirnaktivität. Das ist definitiv eine Herausforderung. Ich finde es schade, das sieht alles so ein bisschen so wie Schlechtwetterstimmung aus. Ja! Und er drückt wie ein Weltmeister. Und es geht nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, ich bin immer noch in Position 2. Ich muss ein bisschen rausholen, weil ich möchte Gold schmecken. Und ich muss gleich die A-Taste finden. Verdammt. Wo ist die A-Taste? Wo ist die A-Taste? Wo ist die A-Taste? Yeah. Ich schwitze. Wobei das Wasser eigentlich nass sein sollte. Ja. Okay. Aber knapp, ne? Auch doch, eine Sekunde, ne? Etwas mehr als eine Sekunde. Das ist ein wohlverdientes Edelmetall. Die finnische Schwimmerin hat ihr Bestes gegeben. Und zum Abschluss der Eröffnungsparty hier auf Retro-Basis oder Modern-Basis, besser gesagt, ist ja kein Retro-Spiel hier, sind wir in Lord's Cricket Ground und werden ein paar Pfeile in das Bullseye schießen. Okay. Ja. Arme Muskeln. Das hätte ein Bein sein können. So, die Einführung starten wir hier. Windrichtung haben wir auch. Okay, halten. Ach, herrje. Okay. Ziele mit links. Lasse R schnell los, um den Fall abzuschießen. Oh, das ist ja mal. Oh, das ist ja mal schön einfach. Und direkt 10 Punkte. Ja. Der Einfluss von Windrichtung und Stärke auf die Flugbahn des Pfeils muss ausgeglichen werden. Ziel etwas höher, da der Pfeil auf seiner Flugbahn an Höhe verliert. Ja, das ist der typische Parabelwurf. Jeder Schuss hat ein Zeitlimit von 20 Sekunden, bevor er als ungültig gilt, also warte nicht zu lange. Ja, ich muss auch ins Bett, deswegen kann ich eh nicht lange warten. Aber wir wollen etwas noch hier. Oh, ein Flugzeug da oben. So. Schauen wir mal. Ja. Die Damen und Herren, ich bitte um den Wurf. Muss ich A drücken? Ja, muss ich. Achso, ich kann X machen. Ja, siehst du, jetzt ist hier die Stimmung im Hause. Wie war es nochmal? Oh. Nach unten. Ah, komm, ist nicht langer Weg. Ist. Ja. In Probe natürlich. 2. Number 2. Achso, ich muss Nummer 2 treffen. Wo? Nee. Ich dachte schon. Windrichtung haben wir da.
Ach, das war ja mal ganz schlecht. So, ein bisschen. Wo kommt die Windrichtung? Ach, die ändert sich da schon wieder. Ja, also bitte. Eben habe ich einen 10er geschossen und jetzt nur 7. 7-8-7. Okay. Das ist Präzisionsarbeit. Oh. Jetzt muss hier unsere finnische Bogenschießerin. Das ist ja echt ein Hightech-Bogen, ne? Das ist wahrscheinlich. Also, ich habe früher auch einen Pfeilenbogen gebastelt. Holz. Und ein Stück Kordel. Ja, komm, Leute. Etwas höher. Nee. So, wir haben ja noch ein Zeitlimit von 20 Sekunden. Die Windrichtung. Ich finde das Glockengeläut so ablenkend. Na, immerhin 8 ist besser als 7. Und wir können die 20 Sekunden uns auch ein bisschen Zeit lassen. Also wir müssen jetzt nicht hier auf Teufel komm raus. Aber wir machen das jetzt mal wirklich hier ein bisschen versuchen in die Mitte zu schießen. Na, immer noch 8 Punkte. Ich glaube, der Vorsprung zu unserer Konkurrentin wird leider etwas größer. Boah. Und schon sind wir abgerutscht auf Platz 3. Leute, die Medaille wird hier ein sehr knappes Ergebnis. Also, das war sehr anstrengend, jetzt hier nochmal gut aufzuholen. Okay. Bogen 1, Pfeil 1. Jawoll. Hui. What adjustments will this athlete make for arrow number 2? Jawoll. Von wegen ein bisschen höher ansetzen, Parabelwurf. Der Wind ändert sich aber auch relativ häufig. Ja, schade. Schade, aber wirklich eine sehr gute Passe. Ich bin zufrieden. Jo! Und der dritte Durchgang hat noch alles gerissen. Unsere Kukkonen konnte doch nochmal hier an Punkte aufholen und sichert sich damit das begehrteste Edelmetall. Wobei ich persönlich bin natürlich jemand, der am liebsten... Oh Gott. Entschuldigung. Hier schon die Party gemacht und ich habe noch gar keine Medaille. So ein Ärger. Nein! Oh. Eben noch auf Gold schon eingeschossen und Wahrscheinlich haben wir jetzt die Holzmedaille, ne? Was macht Wind? Ja, das ist aber... Ja... Ich traue mich gar nicht zu gucken. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eben noch große Töne gespuckt. Oh nein! Ein Punkt im Vorsprung. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir schauen uns nochmal ganz kurz das Ergebnis an. Also eine gute Steigerung, muss ich sagen. Der dritte war der beste Durchgang, aber der vierte... Oh, das war wirklich mal knapp hier. Meine Güte. Puh, Glück gehabt. Finnland ist... Plenty of hard work, endeavor, and energy put into those performances. Some terrific results as well. From Seth Bennett,
We wish you good luck and we'll see you next time. Ja. Dankeschön, Moderator. Uiuiuiui. Das war ja wirklich ein spannendes erstes knappes Ergebnis. Ja, wir schauen nochmal ganz kurz rein. Bahn haben wir verschiedene Laufarten. Feld, die klassischen Diskus, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung haben wir auch. Das ist sehr, sehr schön. Ich mag Dreisprung sehr gerne, auch auf dem C64 damals. Schwimmen haben wir die verschiedensten Techniken. Ich denke mal, da muss man einfach den Knüppel hier, den man in der Hand hat, ein bisschen verschieden rumschwingen und schütteln und drücken und rütteln und wie auch immer. Jetzt bitte nichts Falsches denken. Kunst und Turmspringen, das ist nicht so unbedingt meine Domäne, aber das werden wir auch noch hinkriegen. Schießen, das finde ich immer witzig, mit der Schnellfeuerpistole und Skischießen, also hier Tontaubenschießen haben wir. Bogenschießen hat man gerade eben ja schon gesehen. Turnen, ich weiß nicht, aber gucken wir mal. Und darauf freue ich mich besonders. Hier Kajak und hier Tischtennis. Auch Beachvolleyball, schön. Also haben wir wirklich eine abwechslungsreiche, ja, Sportauswahl. Und die nächsten Tage werden sicherlich genauso spannend wie dieser Tag heute. Guckt mal zurück. Kann man eigentlich auch hier mit der Maus irgendwas machen? Nee, natürlich nicht. Aber der Fall nach unten. So Olympische Spiele, das ist wahrscheinlich hier so ein Modus. So, gucken wir mal. Party-Modus wollen wir nicht. Disziplin hatten wir gerade eben. Genau. Und Olympische Spiele-Modus. Wähle die Schwierigkeit der Gegner. Okay. Das geht mir eigentlich ein bisschen zu schnell jetzt. Also... Ne, komm, gehen wir nochmal zurück. Wir gucken uns ganz kurz mal in den Einstellungen noch an, ob wir noch etwas optimieren können. Geringe Musiklautstärke, geringe Sprachlautstärke. Ja, perfekt, das ist schon mal gut eingestellt. Ich glaube, das hatte ich schon mal eingestellt, oder? 3D-Stärke, Helligkeit, Vibration. 3D? Grafik. Ja, alles perfekt. Ja, Vollbild, Änderungen übernehmen, B zurück, Steuerung, ist es Gamepad, perfekt. Ja. Ja, dann sage ich erstmal Dankeschön für das erste Video hier in meinem Olympia-Spezial. Olympiade 2016, die Welt, die Sportwelt trifft sich in Rio. Wir möchten das feiern hier auf meinem Kanal Retrobasis mit ein paar Sportspielen, ein paar olympischen Sportspielen wie London 2012, Rio 2016 auf der Wii U und zum Abschluss etwas, vielleicht auch etwas außerhalb der Hauptphase der olympischen Disziplin, 30 Jahre World Games. Wie gesagt, schon hier fast ein bisschen Tradition auf meinem Kanal. Wir hatten ja die letzten Jahre jeweils immer ein Spiel im Fokus. Ich habe mich bewusst hier für London 2012 und für Rio entschieden, weil ich hätte ja mal wieder Summer Games daddeln können, aber auch wenn ich nicht genug davon kriegen kann, ich möchte jetzt zu dieser Olympiade mal was Neues machen, deswegen hier nicht mehr Retro-Basis, sondern eher Modern-Basis und ja, auch als Abwechslung zur Sommerpause. Mir ist einfach zu warm zum Spielen und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich danke fürs Zugucken. Dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder hier auf Retrobasis. Ich bin Perudo. Dranbleiben, mitfiebern und Spaß haben. Danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.